Hallo Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Yo, wir sind jetzt endlich Level 100. Yippie-yay, Schweinebacke, ich freue mich. Und können jetzt eigentlich mal so richtig loslegen. Diese Folge ist allerdings so ein kleines Spezial, da ich jetzt erstmal ein bisschen was in der Garnison machen muss. Ich habe auch nebenbei schon so ein bisschen was gemacht. Die Feuerprobe auf Silber habe ich gemacht, damit ich Dungeons gehen kann. Was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, die Kaserne habe ich auf Stufe 3 gemacht, sodass wir Vivien jetzt hier als Begleiterin kriegen. Und ich glaube, oder hätte ich das noch in der Aufnahme gemacht? Die beiden Berufehäuser habe ich schon ein bisschen ausgebaut, ja. Und was ich in dieser Folge möchte, ist erstmal, wie gesagt, ein wenig aufbauen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch genug Gold? Na gut, ich habe jetzt kein Gold geschickt, das ist blöd, aber wir können uns gleich noch was holen. Und dann müssen wir hier erstmal so nebenbei kleine Garnison-Arbeiten machen. Was ich mir so überlegt habe, ist, wir werden die Quest so ganz normal weiterführen. Ja, es kommt jetzt ja als nächstes, da wir ja Frostfeuergrad, hatte ich damals mit Soru ja noch fertig gemacht, also abgeschlossen, so dass wir jetzt weiter in Gorgon machen müssen. Das wird, wird so auf jeden Fall weiter folgen. Wie bisher. Jetzt müssen wir allerdings erstmal sehen. Achso, nee, was ich sagen wollte ist, tatsächlich, achso, die sind immer wichtig, ne? Nur mal so am Rande, die müsst ihr immer mitmachen, weil je höher und je rüssig eurer Charakter ist, desto eher habt ihr die Chance, auch was zu reißen. So, Jo. Und dann müssen wir erstmal den Questlog durchgehen. Was wir überhaupt alles noch so machen müssen. Ich werde jetzt erstmal Gebäude bauen. Ja, und was ich euch so ein bisschen erzählen wollte, ist jetzt, wie es weitergeht. Also, wir werden ganz normal weiter questen. Ne? So, dass wir die Questerfolge erstmal holen. Und, werden die nächsten Folgen jetzt erstmal wahrscheinlich... Oder nee, das mache ich als Special-Folgen. Also wir machen hier die Quests, das, wie ihr seht, wenn ihr Level 100 werdet, bekommt ihr hier so einiges an Quests in der Garnison, die ihr machen könnt. Und dann werden wir immer, oder werde ich immer so eine Special-Folge machen, die bei der ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie ich die rausbringen werde, in welchem Intervall. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass ich die immer... Montags hatte ich mir jetzt überlegt und eventuell freitags. Das werden dann so Spezialfolgen sein, zum Beispiel hier die einzelnen Quests in der Garnison, was wir da alles machen müssen. Oder ich werde es anhängt machen, wie gesagt, aber das weiß ich eben nicht, weil jetzt kommt ein bisschen viel. Mit Level 100, da kommt immer so ein Proll, den man dann durcharbeiten muss. Und das würde dann nochmal, ich meine, ich habe jetzt ja schon ein halbes Jahr gebraucht aufgrund von... Ach, ist ja auch egal. Viele Sachen halt eben. Dann habe ich hier mal eine Folge nicht rausgehauen, sondern erst ein, zwei Tage später. Dann bin ich auch angefangen noch mit so einer ganz kleinen Festplatte zum Aufnehmen. Und ja, das sind dann halt eben alles so Sachen, die das dann hinauszögern. Ne? Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Gebäude bauen. Da muss ich gerade mal schauen. Ich weiß noch gar nicht, was ich da überhaupt bauen soll alles. Ja, und da muss man halt eben gucken, ob man, ob ich das in einer Einzelfolge mache oder eben weiter fortlaufend mache. Was es auf jeden Fall nicht mehr geben wird, ist, da müsst ihr euch jetzt leider dran gewöhnen, die Tatsache, dass die Folgen werden jetzt nicht mehr einfach geschnitten, sondern die Folgen werden jetzt immer auf Quest. Beziehungsweise je nachdem, was wir gerade erledigt haben in dem Teil, Garnison-Anhänger, wenn wir die dazu bekommen haben, wie die Quests aussehen, dann nach Erfolg und sowas. Also wir werden jetzt schon ein bisschen spezieller mit meinem Hexenmeister und meinem Begleiter. Ihr seht schon, ich habe den Nährwandler jetzt nicht mehr dabei. Also den Grund, weil die Feuerprobe, ja, die ist nicht ohne. Wenn man nicht so gut equipped ist, ich meine, ich bin gut equipped. G-Score ist mittlerweile bei 610. Palim, palim. Kommt aber auch daher, dass ich einiges aufwerten konnte mit diversen Berufe-Equip. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, was sinniger ist. Das Sägewerk, Heiligtum des Gladiators, erhöht eure Erholung. In dem hier, ja gut, Erholung ist schon völlig überflüssig.
Was? Spielcharakter, die ihr besiegt. Ach so, ja, das ist wohl wahrscheinlich eher so PvP, würde ich sagen. Handelsposten, den würde ich eigentlich ganz gerne bauen. Weil, ich habe die Frostballschenkel schon und ich weiß es nicht. Also ich finde die irgendwann überflüssig auf Stufe 3. Gut, man bekommt Mill aus Mana-Sturm. Aber ob ich den jetzt so unnotwendig brauche, sonst können wir ja auch immer nochmal das Gebäude abreißen. Scheune habe ich mir jetzt sagen lassen. Also, Scheune habe ich ja schon. Handelsposten, ja, jetzt wäre sinnig wieder der Handelsposten. Der Zugang zur Fraktion. Hofzuwachs ist ja schon ganz interessant. Aber Handelsposten, jeden Tag kommt der Händler vorbei, bei dem ihr Handwerkswaren kaufen könnt. Ermöglicht gegen Garnison-Ressourcen einzutauschen. Garnison-Ressourcen müssen wir ja erstmal sparen. Heiligtum ist gleich, das klingt nach PvP. Sägewerk. Natürlich nicht schlecht, wenn wir mal los müssen und farmen für die Scheune. Können wir für Sägewerk gleich mitfahren, ne? Och, Kinders, da bin ich mir schon wieder so ganz was unschlüssig, ne? Oder Frostwallschenkel nehme ich die doch. Man hat jede Woche zufällige Anhänger an, ihr könnt bestimmte Eigenschaften und... Schaltet besondere Schatzmissionen frei. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr unschlüssig. Also ich glaube, wir bauen erstmal das Sägewerk. Ja, Sägewerk habe ich aber auch schon. Ach komm, scheiße mal rein, bauen wir jetzt mal etwas, was wir nicht haben. Und das wäre in dem Fall Handelsposten. So, zack. Fertig aus. Das bauen wir. Haben wir hier noch den großen leeren Bauplatz. Da bauen wir... die Kriegswerkstatt. Goblinswerkstatt ermöglicht einmal pro Tag den Bau einer Belagerungsmaschine. Nutzt sie, um Trainer siegreich zu sein. Hm, keine Ahnung. Geisterhaus, was ist das? Burgerportale, ja, das weiß ich nicht. Gewährt euch Zugriff auf ein weiteres Burgerportal. Ob ich hier so wirklich brauche? Nee. Stall. Okay, dann nehmen wir mal die Kriegswerkstatt. Die ist sowieso... ja, die ist sowieso sehr interessant, weil die Kriegswerkstatt es ermöglicht zu machen. So, und da Lagerhaus, okay, das brauche ich nicht. Ingenieur, das brauche ich sowieso alles nicht. Das habe ich schon mit den anderen Charakteren, also nehmen wir hier die Wiederverwertung. So, damit haben wir jetzt das schon mal erledigt. Das wird jetzt gebaut. Ja, und weiter geht's. Also es wird jetzt immer so, ich weiß nicht, wo ich jetzt genau aufgehört habe, es wird immer so geschnitten, dass tatsächlich immer das ist, also ich sag mal, das passt, das ist erlaubt, ne? Ich schneide jetzt nicht mehr die Videos einfach irgendwo, sondern immer schön sinnig. Weil sonst ist das Ganze blöd. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir sind Level 100. Jetzt muss man auch die Videos so ein bisschen zusammenhängen. Auch die Quests werde ich immer versuchen so zu machen, dass sie immer zusammenhängend auch geschnitten werden können. Und dass man nicht immer 25 Folgen sehen muss für eine Questreihe. Dann... was hatte ich denn noch alles? Ich habe nämlich diesmal alles notiert, weil sonst vergesse ich das wieder, wenn ich alles erzähle. Achso, wir können gerade mal noch... gerade mal noch sehen, dass wir hier diesen Gärtnern hier jetzt gebaut. Ähm,
Dann werde ich auch wieder Add-ons vorstellen. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, genau, Add-ons vorstellen. Das habe ich ja schon mal hier und da. Aber habe dann damit aufgehört, weil das einfach, es macht mit dem DK gut. Es wird natürlich Add-ons geben, wie zum Beispiel Rune Might oder Rune Power oder wie das heißt. Die, da werde ich natürlich nicht drum rumkommen, die mit dem DK dann zu zeigen, weil der Hexer hat ja nur keine Rune Macht. Wobei auch da ist es so, dass, hallo. Ja, wie ihr seht, die Linie ist schon echt der Renner. Runenmacht zum Beispiel zeigt auch hier zum Beispiel meine Funken an, aber das ist unnötig, weil die Funken zeigt mir hier mein Arc hat auch schon an, zu dem ich auch mal ein Video gemacht habe und das ist voll kaputt gewesen. Das hat mich geärgert. Weil ich auch probiert, jetzt ist, wenn ich das Mikrofon so richtig an die Schnauze halte, die Qualität ein bisschen zu verbessern. Ja, traurig war es. Naja, und so ist das einfach. Dann, was noch kommen wird, ist, ich möchte ganz gerne wieder die Gilde aufbauen. Das heißt, falls das hier einer sieht, dann kann er mich ja mal anschreiben, ob er in die Gilde will. Weil, da ich ja nun mal sehr erfolgsorientiert bin, vor allem was WoW betrifft, möchte ich gerne auch die Dungeons und Raid-Erfolge machen. Da werde ich aber dann bei Twitter und sowas immer noch was raushauen. Da wollte ich dann sehen, dass wir das dann auch noch irgendwie geregelt kriegen. Und bitte, für alle die, weil das ja auch in dem, ich angesprochen worden bin, einem der Kommentare, wie das sein kann, dass ich 82 Videos mache und noch immer 46 Abonnenten, werde ich hier jetzt mal erklären, woher das kommt, ganz einfach. Weil ich sehe das hier nicht als ein Let's Play. Klar laber ich viel Scheiße. Aber allgemein gesehen soll das hier schon mehr so in Richtung Lösungen gehen. Darum mache ich das. Wie ihr gesehen habt, die Information habe ich auch mittlerweile. Ich mache das nicht mehr, dass ich da reinschreibe, oh, hier und in dieser Folge dies und dies. Sondern ich gehe ja nur wirklich bei und schreibe da schon rein, welche Quests oder so gemacht werden. Ne? Das finde ich wichtiger. Ich jetzt zum Beispiel, ich habe mich gesehen, auf YouTube ist das so, man findet manche Sachen einfach nicht. Und da dachte ich mir so, okay, dann mach das mit den Quests. Und schreibt die da rein, schreibt die Erfolgsfortschritte rein, so kann man sich das angucken. Gut, ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, auch wenn man das nicht glauben mag. Darum hatte ich das ja schon mal erwähnt in einer der Aufnahmen, dass ich auch die Thumbnails für die Folgen nicht mache. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht weitermachen. Sondern dafür bekommen Thumbnails die Special-Folgen, so wie die hier zum Beispiel. Da werde ich jetzt gleich noch ein schickes, muiges Bild von machen. So ein kleines Selfie. Obwohl, das habe ich glaube ich schon. Und dann machen wir da die Thumbnails rein. Wobei, das wird sich alles noch zeigen. Das wird sich alles noch zeigen. Ich habe mir noch Steine angezeigt. Ja. Das war's eigentlich. Dann wird es noch so eine kleine Vorstellung von Anhängern geben. Also welcher Anhänger wofür zuständig ist, weil die Garnison-Anhänger sind ja nicht nur Garnison-Anhänger, um auf Mission zu schicken. um die auf Mission zu schicken, Entschuldigung. Sondern die haben ja auch Fähigkeiten, hier so wie die Vivienne zum Beispiel, die als Leibwächter fungiert, das heißt, die könnt ihr mit auf den Trainer nehmen als Begleitung. Dann gibt es noch welche, die für Verzauberungskunst zum Beispiel geschützt sind. Oder. Jo. Dann ist es eben so, dass es zwischendurch mal vorkommen kann, dass die Folgen... Nein, das will ich nicht mehr. Nein, das darf ich auch nicht sagen, weil damit mache ich mir es wieder einfacher und das wollte ich nicht. Ich hatte überlegt, dass ich die Folgen noch ein bisschen verkürze... Nicht verkürze. Ja, Schwachsinn, was ich jetzt erzähle. Sondern, ob ich mir immer noch ein bisschen Luft dazwischen durchlasse, aber das will ich nicht. Da ich ja nur noch einen Hauptberuf habe, alles immer nicht so ganz einfach. Da muss man dann so ein bisschen schauen, wie man das in der Regel kriegt. Ne? Naja. So.
Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Was ist das denn? Hatte ich die schon auf Stufe 3? Achso, nee, da steht da noch was. Das war eigentlich das, was ich so ein bisschen mitteilen wollte. Also wie gesagt, Level 100, ne? Wie geht's jetzt weiter? Weiter geht's so. Freuen würde ich mich eben, wenn noch ein paar Leute auch noch für die Gilde kommen. Nur, was ich gleich dazu sage, ist, oder was ich noch sagen möchte, ist, ich bedanke mich an die Leute, oder ich bedanke mich bei den Leuten, die echt immer so in meine Videos reinschauen. Ich weiß nicht, ich kann ja nicht sagen, oh, das sind jetzt hier bestimmt schon die und die. Aber es gibt tatsächlich, gibt es eine bestimmte Anzahl, die ich immer habe. Die erreiche ich auch irgendwie immer mit jedem Video. Und da bin ich echt, das finde ich nett, finde ich schön. Das freut mich so ein bisschen. So merke ich, dass ich das hier nicht komplett umsonst mache. Naja. Ja, das wäre es erstmal dazu. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass ich noch, oder nein, ich bin bemüht, dass die Videos qualitativ natürlich immer besser werden. Und hoffe, dass ich euch weiterhin so ein bisschen unterhalten kann. Und bedanke mich nochmal an dieser Stelle, weil das ist ja so eine kleine Special-Folge. Bedanke mich bei all denen, die zugucken. Bei all denen, vor allem, die das auch als Lösungsvorlage verwenden. Und auch an die, die es wirklich dann noch regelmäßig gucken. Vielen, vielen lieben Dank. So. Und das war's.